Hallo, 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 weiter geht's mit Sims 4. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße ganz herzlich. Und wir sind wieder am Start und wir werden wieder hier wundertolle Sachen machen, und zwar bei Sims 4. Ich habe mich dazu entschieden, erstmal Sims 4 zu pausieren. Das ist erstmal der letzte Part und wir werden warten auf die ganzen Updates bzw. weitere Add-ons bzw. neue Sachen, die hinzukommen. Es liegt nicht daran, dass ich keine Lust mehr darauf das Spiel habe. Das sieht gerade ein bisschen eklig aus, Alter. Schmeckt das überhaupt? Der guckt gerade so böse. Ja, schmeckt doch gar nicht. Ich habe riesen Spaß auf das Spiel noch. Würde es gerne weitermachen, aber es kommen in der Zeit sehr, sehr, sehr geile Projekte, die ich gerne angehen möchte und auch angehen werde. Und Sims, weiß ich nicht, da hat gerade ein bisschen danach sehen. Es tut mir wirklich leid, aber Sims wird es noch geben auf meinem Kanal. Werden wir auf jeden Fall dann viel mehr Spaß haben, wenn natürlich mehr Kanäle kommen. Kanäle ist ja gerade schon. Was will der? Schlafen, fick dich mal, du gehst nicht schlafen, du willst, was macht der denn? Ach, der muss noch duschen, genau. Hatte ich ja eingestellt. Oh, wir sehen seine, oh ja, zeig, was du kannst. Es liegt nicht daran, dass es mir keinen Spaß macht, das macht mir Spaß. Und es kommen bald neue Spiele, so richtig geile Spiele, die ich let's playen werde. Und wie spät haben wir es denn? 22 Uhr schon. Das ist natürlich sehr spät. Und was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, natürlich, Sims wird natürlich weiter fortgeführt nach einer bestimmten Zeit. Ich denke mal so, wenn wir so ein, zwei Wochen jetzt pausieren die Kiste, danach geht es dann weiter. Und in der Zeit kann ich auch die Nachbarschaft einstellen, weil ich mal da zu Zeit finde, beziehungsweise das mal mache. Also dann wird die Nachbarschaft eingestellt, dann fangen wir auf jeden Fall wieder Sims an mit sehr, sehr vielen genialen neuen Sims, die ihr bestimmt alle kennt. Ein paar Promis reingepacken, vielleicht ein paar YouTuber reinpacken und dann wird es richtig abgehen hier bei der Nachbarschaft hier bei Sims. Also seid nicht böse, sondern es geht dann, wenn dann, weiter in ein, zwei Wochen und zwar richtig geil. Das wird abgefahren, eine super geniale Scheiße. Da werden wir dann sehr viel Spaß haben, Leute. Also seid nicht böse, sondern freut euch da drauf. Und freut euch auch auf die neuen Projekte, die dann bald kommen, weil es kommen sehr geile Spiele raus. In nächster Zeit sehr, sehr geile, die ich alle sehr, sehr gerne let's playen würde. So Spaß braucht ein bisschen. Wann musst du wieder aufstehen? Beziehungsweise um 10 Uhr musst du arbeiten, ne? Ja, du musst um 10 Uhr wieder. Was macht der? Zockt der da oder was? Spiele spielen. Okay, ja, zocken ein bisschen. Und danach kannst du dann schlafen gehen, wenn du fertig bist mit zocken. Obwohl, jetzt hat er aufgehört zu zocken. Sollst du noch ein bisschen weiter zocken? Hier, warte. Dann zock doch mal erst. Reise mit Spiel spielen. Und danach dann bitte schlafen. Okay, das ist der Plan. Ich zock ein bisschen. Ich bin der Beste. Oh, Clash of Clans. Angriff bekommen. Oh, scheiße, Mann. Dann leg dich mal sleepen, damit du morgen wieder zur Arbeit gehst, du alter Drecksack. Und dann läuft das schon. Energie. Ja gut, ein bisschen Spaß bekommen, das passt. Dann schlafen wir mal ein bisschen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange er wieder schläft. Wir haben 1141 Simoleon, was gar nicht mal so schlecht ist. Cheetah, wie das heißt? Nein, Simoleon heißt das Ganze bei Sims. So heißt die Währung. Ja, ja, so ist sie. So ist sie. So, dann schläft er mal ein bisschen, das ist okay. Oh ja, ich träume von Schlampen. Oh, schon wieder aufgestört. Wie spät haben wir es denn? 8 Uhr ist eine gute Zeit. Erstmal schnell aufs Pöttchen gehen, mal ein bisschen hier abkacken. Hygiene ist okay, dann nimmt er sich ein Gericht. Und zwar müssen wir hier immer noch den nehmen, ne? Ein Gericht nehmen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Spaß. Mal schauen, vielleicht können wir dann noch Kanal schauen hier. Vielleicht Nachrichten schauen. Kochkanal, Kinderkanal, Comedy-Kanal. Ich glaube, das ist lustig. Und er braucht Spaß. Von daher passt es. Comedy Central. Bestimmt guckt er sich eine Folge South Park an, wie ich mich kenne. Ich gucke mir sehr gerne South Park an. Hände waschen ist auch sehr gut. Hygiene fördert das natürlich. Jetzt ein bisschen was essen, dann noch ein bisschen Fernsehen gucken und dann ab zur Arbeit. Ist gut eigentlich. Aufstehen, kacken. Boah, er muss geputzt werden. Alter Schwede. Es ist hier so dreckig. Das auch? Das muss noch nicht. Aber das muss geputzt werden, Alter. Das sieht aus wie Kacke hier. Eieiei. Ein Gericht nehmen. Und er kann ja, weil wir multitasking-fähig sind, während er isst, kann er noch natürlich was gucken. Müssen wir öfters ausnutzen hier. Mal gucken, wer ist denn da hier gerade? Ich zeig euch mal einen Witz, ne? Also ist das so, ne? Er geht ein Pferd in eine Bar, weißt du? Fragt der Barkeeper. Warum machst du so langes Gesicht? Oh. Und wir alle, jo, ist das lustig. Oh, du bist der Beste, ja. Oh, eine sehr geile Comedy-Sendung, oh, war das gut. Der Spaß geht nach oben. Wir spielen den krassesten Scheiß. Wir spielen den krassesten Scheiß, oh yeah. Lars muss in diese kleine Stunde zur Arbeit. Ist doch egal, denn wir... Das ist so eine Comedy-Sendung, beziehungsweise so eine Talk-Sendung wie Jimmy Kimmel oder so ein Rotz. Das kennen wir ja gar nicht bei uns. Das ist ja in Amerika ganz groß, bei uns gucken wir das ja gar nicht. Ach, hört doch bitte auf. Hört doch bitte auf damit, ich weiß doch, das ist alles wunderbar. So TV Total halt. Das Einzige, aber TV Total ist halt... Weiß ich nicht. Guck ich auch nicht. Kommt zu spät. Ich mag den Rap auch nicht so gerne. Finde ihn nicht so lustig.
Mit David Krumer. Mit David Krumer. Schon mal wieder das gleiche hier, oder was? Ja, dann essen wir weiter hier. Esst einen komischen Salat, der wann abläuft. Da kommt die Veronika einfach zu Besuch. Qualität ausgezeichnet. Aber Veronika, warum kommst du denn jetzt? Ich muss. Was ist denn mit dem los? Was ist denn bitte mit. Was ist denn mit dem hier los? Ich hab keinen Bock auf mein Leben. Ich hab keine Haare mehr auf dem Kopf, deswegen kann mich jeder gestohlen bleiben. Also ich hab dicke, fette Hängetitten. Und ich lauf die ganze Zeit hier rum. Ich hab keine Lust mehr. Ist doch alles scheiße. Oh. Wenn wir alle löschen hier, die Nachbarschaft, dass die vernünftiger rumlaufen. So, die kann ruhig da bleiben, ist mir wurscht, die alte Schlampe. Die brauchen sie nämlich, die müssen gleich zur Arbeit. Wir müssen Geld verdienen. Die haben nicht Spaß den ganzen Tag, so wie bei dir. Ob sie dann angepisst ist, wenn wir nicht aufmachen die Tür. Scheißegal, scheiß auf die. Die hat auch gelöscht. Wenn ich die Nachbarschaft anpasse. Also nächstes Mal, wenn wir Sims haben, wir eine richtig geile Nachbarschaft. Ich kann es euch nicht versprechen. Es kann auch sein, dass es nur 2-3 Tage oder eine Woche nur keine Parts kommen und danach wieder. Also nicht böse sein. Zur Arbeit gehen, ja. Wir gehen einfach jetzt vorbei. Sie kann reinkommen, wenn sie will. Zieh dich mal bitte vorher an. Dankeschön. Hallo. Hallo, Veronika, wir sind zusammen. Scheißegal, ich muss weg. Tschüss. Und sie denkt sich so, was? Was ist denn mit dem los? Ich komme da gar nicht rein. Jetzt steht sie die ganze Zeit vor der Tür, oder was? Ja, also die KI scheint gut zu sein. Also ich will auch die ganze Zeit warten. Jetzt geht sie weg. Wo geht's jetzt hin? Wo wohnt die überhaupt? Lüdelüdelü, ich geh jetzt weg. Der hat mich einfach sitzen lassen. Scheißegal, füge ich einen anderen. Oh, Entschuldigung. So, das ist natürlich jetzt wie hier, ja, wie gepennt, beziehungsweise arbeiten, das Tollste, das Beste im Leben. Auf jeden Fall arbeiten kann ich Ihnen empfehlen. Dann haben wir bald frei. Können wir wohin gehen? Wir können auch angeln gehen. Wollen wir angeln gehen? Ich glaube kaum. Ihr könnt ein romantisches. Da ist er schon wieder da. Denkt sich nur die ganze Zeit, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich will doch gefickt werden. Ja, ich habe meine Tage nicht mehr. Ich will gefickt werden. Sind wir wieder, okay. Ja, jetzt haben wir Zeit, ne? Ne, wir sind jetzt okay. Wie lange arbeiten wir noch? Aber noch ein Stück. Sie können halt immer vorbei, ne? Und ich bin nie da. Weiß sie nicht, wann ich arbeiten gehe? Was ist denn für eine fette Drecksschlampe hier? Was ist das denn? Moment, was ist das denn bitte hier? Das muss ich mir genauer anschauen. Alter Schwede, das ist eine Tonne. Das ist alte... Alter Schwede. Was ist denn mit der falsch gegangen? Natürlich holt sie den schwarzen, was? Den alten schwarzen Schokobär. Ich bin der... Oh, die kommt schon wieder. Sie geht hier einfach nur her. Ich glaube, sie hat einfach nur... Weiß ich nicht. Sie ist leicht hibbelig. Sie muss die ganze Zeit hinterherlaufen. So, dann kommt er wieder hier. Wie lange muss man arbeiten hier? Dann gleich fertig, jawohl. Simoleon, sie gehen nach oben. Sie gehen nach oben. Oh? Was nu? Ach, die letzte Zeit. Yay! Beförderung! Lars wurde befördert und ist nun Qualitätssicherung. Sehr schön. Lars wurde befördert und ist jetzt Qualitätssicherung, okay. Er verdient jetzt 7 Simoleon mehr pro Stunde. Was einen Stundenlohn von insgesamt 38 Simoleon pro Stunde ergeben. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 375 Edelstahl-Lomat. Okay. Seine nächste Schicht beginnt am Montag um 10 Uhr. Qualitätssicherung von 10 bis 19 Uhr. Arbeiten wir jetzt weniger? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist schon okay. Er isst erstmal was. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Sehr gut. Wir sind aufgestiegen. Wir bekommen mehr Money in the Hood. Das gefällt uns. Sehr geil. Level 2 der Programmierung. Wir steigen auf jeden Fall auf, Leute. Wir steigen auf. Oh, Sims ist so gut. Ich muss es einfach mehr machen. Ah, lass dich überraschen. Vielleicht gibt es gar keine Pause. Habe ich mich gerade so umentschieden. Ich weiß es noch nicht. So, wir müssen Spaß haben. Das ist schon mal sehr gut. Wir sind was? Dekoriert sehr schön und wir haben, weiter geht's, wegen Beförderung in dieser Karriere ist der Himmel die Grenze. Okay, das ist wunderbar. Wir brauchen Spaß. Wir gehen erstmal jetzt hier und säubern das danach nach dem Essen. Wir sollen ja zu Ende essen, das passt dann. Und werden dann als nächstes... Hat er einfach stehen gelassen, oder was? Ja, dann mach das nicht. Ess vorher. Sollst weiter essen. Kriegkäse essen, so. Das stinkt ein bisschen. Ess bitte zu Ende. Du kannst das Essen doch nicht da lassen. Weißt du, oh, das ist Veronika da. Warte, wir müssen sie reinbitten. Hereinbitten? Vielleicht putzt die ja für uns. Vielleicht putzt sie für uns. Bitte sie rein schnell. Vielleicht putzt sie für uns. Und sie wird auch gelöscht. Scheißegal. Ich scheiß drauf, ob wir mit der zusammen sind oder sie wird einfach gelöscht. Dad. Komm rein. Und jetzt bitte Grillkäse. Sandwich essen. Sehr schön. Sie ist drin. Sie kann sie putzen gehen. Kann ihr Hausarbeit machen. Dafür ist sie da. Und am Ende wird sie dafür gefickt. Dann passt das. Räum das weg, Schlampe. Mach ich sauber. Verdammt, wo bist du denn da? Du hast eine Mütze auf dem Kopf. Mit deinem Baseball-Cap.
So, fertig. Hier, aufräumen. Aufräumen. Und säubern. Wir müssen erstmal den Haushalt regeln, damit, bevor wir irgendwas mit der machen können. Und danach werden wir morgen frei. Das ist sehr schön. Können wir mit der weggehen, glaube ich. Geht das? Oh, wir gehen einfach durch sie. Vom Herzen Kompliment machen, machen wir dann. Und wir werden danach dann Einladung über Nacht zu bleiben. Kompliment für über Aussehen machen ist auch immer gut. Das wollen Frauen ja sehr gerne. Und mehr Auswahl. Lustig, Unfug, freundlich, Romantik natürlich. Ein Baby machen, ein Kuss hauchen, Einladung um Nacht zu bleiben, ewige Liebe klären, Heiratsantrag, Händchen halten, knuddeln. Okay. Techtelmechtel ist auch nicht schlecht. Und nach dem Techtelmechtel können wir dann, sie guckt einfach mal dazu, Einladung über Nacht zu bleiben und dann passt das schon. Ich würde ja gerne mit ihr weggehen. Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Können wir morgen machen. Morgen können wir mit ihr weggehen, irgendwas besuchen. Wunderbares. Ich hoffe, durch Techtelmechtel bekommen wir denn genug Spaß, den wir jetzt brauchen. Sehr schön. Sie zockt erstmal eine Runde. Monika ist glücklich. Beziehungsstatus auf der Grundlage einer guten Freundschaft ist eine dauerhafte Liebe entstanden. Yay! Derzeitige Beziehungsstatus, Liebespärchen. Okay. Plus, plus, plus. Sehr gut. Weiter fördern. Ja, ja, ja. Flinde, komm mal mit, du Schlampe. Ich will dich klatschen. Hast du Bock? Doggy-Style? Ja. Komm mit. Einfach so, komm mit. Jetzt machen wir, jetzt ficken wir. Danach sehen wir weiter. Aber sie hat viel zu viel an. Und jetzt geht's wieder los. Was passiert denn hier? Wir wissen es nicht. Der Spaß geht nach oben, sogar sehr schnell. Das ist schön. Wir brauchen kein Fernsehen, wir brauchen kein PC. Wir ficken die ganze Zeit. Das macht genug Spaß. sehr gut, Veronika. Sehr gut. Das Bett quietscht etwas. Quietsch, quietsch, quietsch. Und schlafen. Sehr gut. Ja, nach dem Fickenweg geschlafen. Was macht sie jetzt? Sie setzt sich hin und nu? Muss ich mit ihr reden oder was? Ja, von Bettkante zu Bettkante, ich bitte euch. Eine Pyjama-Party, das klingt toll. Ja, eine Pyjama-Party. Also, wie geht's dir denn, Jo? Mir geht's wunderbar. Ich wurde gerade, ich hab gesehen, dass du ganz viel Geld hast, deswegen bleib ich bei dir. Weil du ganz viel Geld hast, werde ich für immer bei dir bleiben. Ich bin so eine alte Schlampe, die nur Geld haben will. Ich bringe auch den Müll raus, habe ich ja schon mal gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Dafür werde ich von dir die ganze Zeit von dir vergenussvergelt, okay? Also, bei mir ist es keine Liebe, sondern ich habe nur ein Herz in der Sprechblase. Ich finde dich voll toll, Veronika, du hast geile Titten. Du siehst voll gut aus, Mann. Also, das gefällt mir richtig. Und deine Lippen, ne, die sind ja der Wahnsinn. Ja, manchmal male ich auch mit den Lippen. Und zwar male ich mit den an deinem Penis. Also, dass du den Müll rausbringst, finde ich gut. Also, was bist, gibt's gar nicht bei so einer Tussi wie dir. Du kannst halt nichts, kannst den Müll rausbringen und kannst gefickt werden. Manchmal zockst du auch ein bisschen, das finde ich auch gut. Du bist am Zocken, bringst Müll raus und ich zock auch gerne. Das ist natürlich wunderbar. Ich würde mal sagen, das ist natürlich... Ja, manchmal tue ich auch Staubsaugen, aber nur, wenn ich saug auch manchmal andere Sachen. Was von dir sauge ich auch sehr gerne. Nicht nur immer den Staubsauger. Ja, also, wenn es regnet, ne? Dann regnet's. Also ich rede jetzt nur über das Wetter, weil ich nichts anderes weiß, weil du halt nur zum Ficken gut bist. Deswegen verpiss dich mal. Ich mach was anderes. Hier ist mal kacken. Ja, dann geh ich joggen. Oh, Laber. Sehr gut. Aha, das Törtchen. Ich denke gern beim Kacken an Törtchen. Damit flutscht es besser. Es sieht so blöd aus, wenn er auf dem Klo ist. Und sie zockt erstmal. Läuft bei ihr. Was haben wir denn hier alles hier? Dekoriert. Alter, wir haben alles hier. Wir sind einfach super geil drauf. Also Hände waschen. Ich können wir noch duschen gehen danach. Ja, duschen. Sehr gut. Können wir nicht mit ihr zusammen duschen? Schade. Da würden, glaube ich, gar nicht beide reinpassen. Eine schöne Dusche nehmen. Und wir haben ja schon 22.34 Uhr. Scheißegal. Es ist egal. Wisst ihr Bescheid, Leute? Denn morgen müssen wir nicht arbeiten. Scheißegal ist das. Das ist scheißegal, Leute. Oh yeah. Schön eine Dusche nehmen. Schön eine Dusche nehmen. Es ist wunderbar. Eine Dusche nehmen. Sigafu. Doodle-doo. Sigafu. Oh-lululu. Doodle-doodle-dum.
Das will ich auch selber. Ne, die sieht so dreckig aus von da unten. Das ist aber, glaube ich, nur eine Spiegelung. Dann passt es auf jeden Fall. 1740 Simoleon haben wir schon am Start. Das ist gar nicht mal so wenig. Aber wir haben noch mehr hier zum Aufklappen, weil wir so viele haben. Das ist ja unnormal. So, danach können wir eigentlich schlafen gehen. Dann ist der Tag vorbei und dann würde ich mal sagen, Baby machen mit. Sehr gut. Dann ist der Tag vorbei. Was macht sie? Hände waschen. Nach dem Zocken Hände waschen. Okay. Ist okay. Also danach schlafen wir und beim nächsten Mal, wenn die dann anschalten, habe ich komplett alles überarbeitet. Und zwar die ganze... Sie geht nie schlafen, ne? Die ganze Nachbarschaft wird angepasst. Veronika verpiss sie leider. Haben sie jetzt ein paar Mal geklatscht. Dann läuft es auf jeden Fall. Obwohl sie nicht schlecht ist. Sie kann den Müll rausbringen. Sie kann geklatscht werden. Und sie kann kochen scheinbar. Das passt. Normalerweise sollten wir die heiraten. Aber ist egal. Mal gucken, wer dann auftaucht. Seid gespannt auf jeden Fall. Einige YouTuber, einige Promis und irgend so ein Scheiß wird alles hier auftauchen bei der WG, sondern bei der Nachbarschaft hier von Sims. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr könnt es verkraften, wenn wir ein paar Tage lang keinen Sims haben. Ich hoffe es doch mal. Danach wird es auf jeden Fall dann richtig geil und auch aktiver auf jeden Fall. Dann denke mal sogar tägliche Parts von Sims. Wenn es euch gefallen hat, trotzdem, lasst ihr mich wissen mit einem Daumen nach oben. Ich bin der Lars. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage wieder mal eins. Seid ein Haufen super nasser Boys. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Und tschüssi. Nice.